So, ich bin jetzt frisch aus der Dusche und bin jetzt erstmal hier am Augenbrauen zupfen. Ich habe gedacht, ich habe euch jetzt einfach mal dabei. Ja, hier am Bodensee habe ich ja jetzt diese Lights of Flower. Nee, Lights of Flower, das war Flummer. Inspired by Light LE entdeckt von P2. Und ich finde die Sachen echt schön. Ich lade die auch gleich mal bei Instagram hoch. Dann könnt ihr das auch mal genauer sehen. Ich habe eigentlich überlegt, hier mitzufilmen, wie ich gleich mein Make-up schminke. Aber ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Also ich habe hier noch ein Licht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt überhaupt einen Unterschied erkennt. Ich sitze jetzt vorm Fenster. Aber da ich mich jetzt noch nicht schminke, weiß ich nicht, ob das Licht dann stark genug ist, hell genug ist. Weil ich mich erst so gegen 5 schminke. Und dann ist es ja eigentlich schon dunkel, ne? Ja, was habt ihr denn so vor? Das frage ich euch jetzt und ihr seht es ja eh erst nach Weihnachten. Ja, mein Plan ist, ich wollte mich eigentlich morgen mit einer Freundin noch treffen, aber die hat jetzt Magen-Darm-Grippe bekommen vor Weihnachten. Ein wunderschönes Geschenk. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir das schaffen können. Am Freitag treffen wir uns nochmal mit Cousinen, Tante, Onkel, der anderen Oma. Weil die switcht jedes Jahr. Die ist ein Jahr bei uns und das nächste Jahr dann bei meiner Tante, meinem Onkel. Und also am Heiligabend, am 24. Aber wir treffen uns eben dann immer noch mal am 25. oder am 26. bei meiner Tante, meinem Onkel oder eben bei uns, je nachdem. Das wechselt sich auch immer ab. Und da habe ich auch noch Geschenke. Dann schenke ich ihm diese Lotion Bars und dann habe ich zwei Nagellacke gekauft von Essie. Und zwar Angora Cardi und ich glaube Soulmate. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Weil meine Cousinen, glaube ich, nicht ganz so experimentierfreudig sind, was Nagellack angeht, wie ich. Und darum wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. Kennt ihr das? Ich habe hier jetzt diese mini dummen kleinen Härchen, die einfach nicht wegzupfbar sind und das nervt einen. Ja, kann man jetzt aber nichts machen, jetzt sind sie halt da. Dann gehen wir mal zum anderen Auge über. So. Ja, meine Haare werde ich gleich auch noch glatt machen. Ich hatte ganz trockene Haut an den Armen. Das hat sich jetzt hier gegeben wieder. Aber das war hier so richtig weiß. Kennt ihr das? Ich hatte das, nachdem wir aus New York zurückgekommen sind. Da habe ich aber gedacht, das kommt vom Flugzeug einfach, weil da eben die Luft sehr trocken ist und so. Aber es war wieder da. Ich kann es mir nicht erklären. So, ich glaube, das wird jetzt zu langweilig für euch hier. Ich mache an der Stelle jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich meine Haare mache. So, frisch geföhnt. Ihr seht, wie meine Haare aussehen, wenn ich sie föhne. Darum föhne ich sie eigentlich fast nie. Es ist ein Mob. So. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen was offen. Und das kämme ich jetzt erstmal durch. Und ich habe meinen Hitzeschutzspray vergessen. Das muss ich mir eben holen. So. Ich benutze dieses Hitzeschutzspray von Gatsby und das hier ist mein Glätteeisen mit Keramik-Dingsen. Ich weiß nicht, von was es ist. Ich habe das schon sehr lange. Ja, wie dem auch sei. Ich kämme mir erstmal diese Partie durch. Dann nehme ich das Hitzeschutzspray und sprühe das einmal so auf. Kämme das dann noch einmal durch. Schon so weit. Es geht so, ne? Ja, ich schaue währenddessen übrigens YouTube-Videos. Ich schaue gerade von Beauty-Hexerei die Schminksammlung an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag das. Lade mein Handy währenddessen auf. Wisst ihr, was ich Tolles gemacht habe? Kunden, das muss ich euch jetzt zeigen. Ich dachte mir so, ach, nimmst du doch einfach nur dieses neue Ladekabel mit. Das ist eins von HEMA. Total süß übrigens. Und ich nehme das mit, bin daheim und dann fällt mir auf, ja scheiße, ich habe ja überhaupt kein Steckdosen-Dingens da. Ja, das heißt, ich muss das jetzt immer am Laptop aufladen und ich bin hier ehrlich gesagt daheim, zu Hause, nicht so viel im Internet, so, also Handy, aber sonst nicht so oft.
Und darum ist das ein bisschen bescheuert, weil ich das jetzt ja nur hier an meinem Computer aufladen kann. Aber so ist das ja. Ding, ding, ding. Also ich habe echt so einen Mob auf dem Kopf, wenn ich meine Haare föhne. Das ist nicht mehr feierlich. Jo. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, mich früher zu schminken. Wie spät haben wir es jetzt? 15:33 Uhr. Habe ich jetzt die anderen Haare wieder nach vorne geholt? Ja, habe ich. Na gut. 15:33 Uhr. Ich mache jetzt meine Haare mal fertig. Dann gucken wir mal, wie es zeitlich aussieht. Vielleicht schminke ich mich dann doch noch mit Licht. Wir gucken einfach mal. So, ich bin fertig damit. Hier ist so ein bisschen Volumen. Ich weiß nicht, ob ich das mitgefilmt hatte. Ich habe das einfach halt so eine Strähne genommen und so geklettet und nicht so, wenn ihr wisst, was ich meine. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. So, ja, Haare sind geklettet. Ich werde die wahrscheinlich hier oben wieder so zusammennehmen und den Rest offen lassen. Ich gehe jetzt mal eben kurz runter, gucke, ob meine Mama noch Hilfe braucht. Und dann werde ich mich ans Schminken machen. Da sind irgendwie Knötchen drin. Jetzt ist es 15:56 Uhr. Wann habe ich angefangen? Habe ich um 33 Uhr angefangen? Es ging jetzt eigentlich recht schnell heute, erstaunlicherweise. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ja, Haare. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde mal versuchen, das dann zu filmen und werde euch dann das Ergebnis zeigen und das gefilmte vielleicht das Extra-Video. Ich weiß noch nicht genau. Macht das Sinn? Ich gehe jetzt noch mal kurz runter, dann muss ich nämlich noch Sachen holen, damit ich meine Geschenke endlich einpacken kann. Ich habe mich nämlich jetzt doch zuerst geschminkt, damit ich das eben noch filmen kann. Und wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht bevor es gleich dunkel wird, wollte ich euch noch mal den schönen Bodensee zeigen und hier den schönen Sonnenuntergang. Sieht gerade einfach unglaublich schön aus. Ja, die Sicht aus meinem Fenster in meinem Zimmer. Da drüben irgendwo ist Konstanz. Und da drüben ist Lindau und Österreich. Ja, bis gleich. Ja, komm zurück. Da ist noch ganz viel da. Ihr Die seid muss sie solche jetzt im Januar Schisser. fangen, gell? Und dann werden sie kastriert. Kastriert? Aber sie trägt ja trotzdem noch und so. Also wenn du jetzt da schnell hingehst und sie packst, oder? Musst du halt nicht gehen. Mäuschen, wo ist denn euer Bruder? Ja. Das hat sie gehört, Mama. Ja.
Da fress ich doch da mal schnell noch ein bisschen. Als wenn euch schon mal jemand was gemacht hätte. Komm, einmal streicheln sollte doch mal echt drin sein. Also, ich werde da mal knien, dann habe ich meinen Kopf auf ihn angelangt. Hello. Ich habe meine Ohrringe an, das sind die, die ich bei HEMA gekauft habe. Und ich trage ein Kleid. Ja. Vorbei. Ich bin ziemlich müde, es ist 2:30. Wir haben schön gefeiert und ich habe gedacht, ich sage noch schnell meine Geschenke und dann gehe ich schlafen. Beginnen wir mit dieser wunderschönen Klatsch. Ich finde sie unglaublich schön. Ich mache sie einmal auf, weil die hat hier noch so einen Henkel. Heißt das Henkel? Ich weiß gerade nicht. Ja, sie ist schön, oder? So kleine Steinchen überall. Eine Klatsch. Dann habe ich von meinem Bruder bekommen. Ich habe mich totgelacht. Und zwar so ein Selfie-Stick-Dings. Nennt sich Rollei. Und da kann man eben hier vorne sein Handy drauf machen. Und dann kann man eben... Moment. Oh, mit einer Hand, Leute. Moment. So, man kann das eben noch so weit ausfahren. Und hier eben noch den Winkel verstellen. Und von hier unten kann man eben dann auslösen drücken. Und das finde ich irgendwie ganz lustig. Ich meine, ich werde damit niemals in der Öffentlichkeit rumrennen. Aber ich werde das bestimmt mal so für verschiedene Sachen ausprobieren. Dann haben wir bekommen ein Fotobuch. Wir waren vor ein paar Jahren in der Arktis, wie einige von euch wissen. So, ich weiß nicht, ob meine Geschwister wollen, dass man... sie sieht. Ein Fotobuch eben. Und da sind ganz tolle Fotos drin und darüber habe ich mich total gefreut. Und das ist super dick. Ganz schön dick, ne? Also da sind einige Fotos drin. Und ja, finde ich cool. Dann habe ich von meiner Schwester einen Schal bekommen, der total schön ist. Der hat eben hier so Papageien drauf und ich finde die Farbe total cool. Hat sie, glaube ich, in London gekauft. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Passend dazu habe ich noch dieses Kosmetiktäschchen bekommen. Finde ich auch total cool. Ich meine, das kann man irgendwie nie genug haben. Dann hat sie mir eine Box gestaltet. Ich finde sie so süß. Hat sie eben selbst beklebt und so. Und es sind nicht alle Sachen, die jetzt hier drin sind von meiner Schwester. Ich zeige euch, was von meiner Schwester noch war. Ich habe zum einen diese Handcreme bekommen und die riecht so gut. Ich packe sie einmal für euch aus. Und die ist riesig, ne? Also ich finde die total toll. Und dann, weil sie eben auch weiß, wie süchtig ich nach diesen feuchten Tüchern bin, habe ich das dann auch bekommen. Und dann geht es weiter.
erstmal mit hier unten. Da hat sie sogar hier unten den Boden beklebt. Von meiner Mama habe ich bekommen diese Flommer Mascara. Das ist eine, die eben rotiert. Die hatte ich schon mal und die ist richtig, richtig toll. Außerdem drei Nagellacke. Alle von Flommar. Einmal dieser. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Licht ist. Eine Sekunde. Und dann diesen. Und diesen. Von meiner Oma habe ich dieses schöne Armband bekommen. Finde ich richtig, richtig schön. Und das ist ziemlich cool. Das hat nämlich hier so einen Klettverschluss. Nicht Klettverschluss. Magnetverschluss. Außerdem habe ich von meiner Mama bekommen ein Set. Das wird ja weggehen. Aber es ist eben hier einmal in klein für die Handtasche zum Beispiel. Und dann das, der große Flakon. Das ist L'Odyssée von Issey Miyake. Oh Gott, ich kann das nicht aussprechen. Es riecht so gut nach Maiglöckchen. Also es ist wirklich richtig cool, das Parfum. Dann von Opa Geld. Dann können wir das hier zumachen. Ich habe das hier nämlich verstaut. Einfach aus platztechnischen Gründen erstmal. Dann von meiner Oma. Fokussieren. Habe ich das hier bekommen. Das ist eigentlich nur das Täschchen. Das ist eigentlich nicht wirklich was von Chibo. Da habe ich natürlich hier auch noch mal ein bisschen Geld. Und ein Parfum. Und zwar ist das dieses hier und das riecht richtig, richtig gut auch. Ja, bin ich sehr glücklich mit. Passend zu dem hat sie noch für meinen Freund mir eins mitgegeben, das ich ihm dann gebe, wenn ich ihn wieder sehe. Hier in dieser großen Rolle, die ich jetzt nicht auspacken möchte, ist ein Gutschein für 3 Tage in einem voll tollen Hotel mit meinen Eltern, meinem Freund, meiner Schwester, ihrem Freund und meinem Bruder und seiner Freundin. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Also da ist es immer super schön und ja, das ist der Gutschein dafür. Ja, das waren kurz meine Weihnachtsgeschenke und ich freue mich über alles super. Wie gesagt, ich werde mich jetzt abschminken, ich werde ins Bett gehen und wir sehen uns morgen wieder. Ich treffe mich morgen wahrscheinlich mit einer Freundin und ja, je nachdem, wo wir uns aufhalten werden, werde ich euch mitnehmen und bis dann. Schön. Morgen. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist 12:45 oder so. Ah, hier. Blendet und so. Ja, ich war irgendwie dann doch noch bis um 3:30 oder 3:45 wach gestern. Ich habe nämlich noch angefangen, den Vlog zu schneiden. Den ersten Teil davon. Beziehungsweise bin fertig. Und ja, dann habe ich noch gelesen. Ja, irgendwie vergeht die Zeit dann immer so schnell. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. So, wie gesagt, ich bin jetzt wach. Ich gehe jetzt nach unten, wir frühstücken. Guckt mal, ich bin hier ganz rot. Ich habe da irgendwie so ein Pickelchen. Und dann gehe ich wahrscheinlich nachher noch Kaffee trinken. Jo, bis gleich. Es regnet. Ich zeig's euch. Bei uns gibt es jetzt gleich Frühstück. Steht schon einige Sachen am Tisch. Ich habe mich gerade geschminkt und habe das auch mitgefilmt. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Ich habe mich mit der Sunset Palette geschminkt von Sleek. Und ich zeige euch mal meinen Aufnahme-Videoplatz. Ja, hier habe ich mich gerade geschminkt. An meinem Fenster. Es regnet immer noch, by the way. Da drüben, da, sind übrigens Rehe. Ja, interessante Sache, ne? Hier hinten könnt ihr den Bodensee sehen. Und ja, ich habe gedacht, man könnte die Zeit ja hier eigentlich mal nutzen, ein paar Videos zu drehen. Habe ich jetzt ja wenigstens schon eins getan. Und ja, das ist übrigens Blush My Lips von Essence. Ich finde den super schön, auch wenn die Farbe jetzt hier wahrscheinlich gar nicht so gut rauskommt, weil es irgendwie sehr kühl ist, das Licht jetzt gerade hier. Hm, ja, geht. Und meine Augen sind eigentlich auch ein bisschen mehr geschminkt. Hm, vielleicht mache ich mal da drüben den Rollo auf. Muss man sich nämlich etwas bücken.
Ja, so kommt das Ganze doch schon ein bisschen besser raus. Also, Blush My Lips, da habe ich den Pomegranate von Sleek und auf den Augen habe ich die Sunset Palette von Sleek. Ja, heutiger Look. Sehr unspektakulär für. Nee. Ich gehe nämlich nicht mehr raus. Ach ja, ich lade gerade den ersten Vlog hoch. Moment. Noch keine Beschreibung oder irgendwas. Wir sind aber gerade mal bei 12% und es dauert noch 285 Minuten. Leute, das ist der Wahnsinn, wie langsam hier das Internet ist. Also das ist unglaublich stressig. Wie dem auch sei, ich räume jetzt hier ein bisschen auf, weil mein Zimmer sieht so schlimm aus. Und dann kommt nachher die Freundin von meinem Bruder und wir essen und ja. Ich melde mich später einfach nochmal, wenn es irgendwas zu berichten gibt. Bis dann, ciao. Nägel lackieren. Na? Also, ich habe meine Nägel lackiert mit Rouge-Noir und Knitted Gold. Ich muss jetzt meine Nagelhaut noch ein bisschen einölen, aber sonst gefällt es mir ganz gut. Schauen wir mal nach meinem YouTube-Video. Da sind wir immerhin schon bei 56%. Und es dauert noch 108 Minuten. Das ist ja sehr überschaubar. Ja, freue ich mich. Hier, das ist übrigens der Vlog, der erste Teil. Und ja, der wird wahrscheinlich schon vor diesem Video hochgeladen sein. Was Sinn macht. Ja. So, es gibt gleich Abendessen. Und zwar gibt es Hühnerfrikassee. Ja, ich freue mich, es ist eins meiner Lieblingsessen. Wie gesagt, meine Nägel sind jetzt fertig. Ich habe die jetzt auch ein bisschen eingecremt, die Nagelhaut. Und Update zum YouTube-Video. Nur noch 82 Minuten. Ein Traum. Ja, ich gehe jetzt mal runter, weil, wie gesagt, es gibt gleich Essen. Und ja, ich glaube, heute passiert gar nicht mehr viel. Ich werde mich nachher noch bei euch verabschieden und gute Nacht sagen. Aber ich glaube, sonst war es das für heute. Vielleicht zeige ich euch noch das Essen, falls ich es nicht vergesse. Morgen kommen dann meine Tante, mein Onkel, meine Cousinen und meine andere Oma zum Abendessen, beziehungsweise um 5 schon. Und dann gibt es nochmal Weihnachtsfeier mit der Family. Und dann fahre ich schon nach Hause am Samstag. Heute ist Donnerstag. Das heißt nach Hause halt, nach Düsseldorf. Über Frankfurt. Wenn es sie besuchen. Also, bis später. Hallo. Also, wie erwartet, passiert heute wirklich nicht mehr viel. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe gerade eben meine Lippen eingecremt, einbalsamiert mit. Moment, ich zeig's euch. Birds and Bees Replenishing. Balm mit Pomegranate Oil. Der ist wirklich super, also der hilft wirklich gut. Ich weiß aber nicht genau, wo ich hinschauen muss. Eigentlich schaue ich hier hin, aber dann schaue ich euch nicht an und das ist komisch. Das heißt, ich muss hier rüber gucken. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ah! Okay, wie dem auch sei. Wie gesagt, es passiert heute sowieso nichts Spannendes mehr. Ich werde mich jetzt abschminken und ins Bett legen, werde noch ein bisschen lesen und dann ist morgen ein neuer Tag. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder. Jo, bis dann. Tschüss. Süße Maus. Was ist los? Und irgendwann fällt's durch, oder? Gut, falls auseinander. Guten Morgen. Leute, es schneit. Es hat wirklich geschneit und es schneit. Der Wahnsinn. Da hat jetzt irgendwie keiner mehr dran gedacht. Yay! Ich weiß nicht, ob ihr die Flocken sehen könnt. Doch hier könnt ihr sie sehen. Es schneit am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ah, kennt ihr schon den Elch? So, dann hat er irgendwie wieder so einen Stand.
Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen. Ja, wieso gibt es keine? So, Operation Mini-Kiddies fangen. Ich glaube, da links ist auch eine. Da höre ich auf jeden Fall was. Sally, du hättest mal was zu essen mit rausnehmen müssen. Zum Locken. Da können die schlafen. Ich habe wunderbare Schneeschuhe. Okay. Tschüss. In Deutschland verbreiteter Abschiedsgruß. Ja, du musst aufpassen. Du musst aufpassen, du musst ein Memory spielen. Noch ein zweites suchen. Hast du noch nie Memory gespielt? Doch. Jetzt ist es noch schwierig, weil wir noch nichts wissen. Rean. Rean, weinen. Umgangssprachlich. Rean. Rean. Rean nicht. Rean. Echt? Wie lustig. Umgangssprachlich für? Weinen, oder? Weinen. Ja, witzig. Rean. Rean. Tension heißt jammern. Geil. Tension. 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 Es wird spielen, es wird mit der Zeit leichter. Ja, wie? In Cellophan oder? So große Flocken. So, frisch aus der Dusche. Ich werde mich jetzt schminken, weil in 2 Stunden kommen schon meine Tante, mein Onkel, meine Cousinen und der Mann von meiner Cousine und meine Oma. Und dann feiern wir weiter Weihnachten. Ich muss mich jetzt mal fertig machen. So, die Augen habe ich eigentlich schon so gut wie fertig, außer halt Wimperntusche und mein Gesicht ist noch gar nicht gemacht. Ich habe die Sleek Oso Special Palette benutzt. Und zwar, ich glaube, das ist Gift Basket, denn diese beiden, diesen Ton und diesen Ton. Das Licht ist hier immer sehr kühl. Das kommt leider überhaupt nicht so raus, wie es wirklich aussieht. Ja, ich schmink mich mal fertig. Schneeflocken. Mit dem Olo-Clip. Fangen die für euch ein. So, mein Gesicht ist fertig. Wimpern sind noch getuscht. Ich habe noch diesen Pomconage Blush auf den Wangen und diesen Catrice Bronzer. Ich zeig's euch mal. Wunderschönen Bronzer. Den gibt's, glaube ich, nicht mehr. Nee, das war aus der Metallur LE. Und den Pomegranate Blush. Das sieht man jetzt alles gerade nicht so gut. So, ja. Und hier die Palette natürlich. Gefällt's ganz gut. Ich muss mich natürlich jetzt noch anziehen. Lippen. Ich weiß noch nicht, was ich auf die Lippen mache, ob ich überhaupt was auf die Lippen mache. Hier kann man das nochmal vielleicht ganz gut sehen. Hier dieser Chanel-Nagellack. Moment. Ich bin total am Chippen hier vorne. Ich bin echt nicht begeistert von Chanel-Nagellacken, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse das jetzt noch, weil ich keine Zeit mehr habe, aber ja, was soll ich sagen? Nicht so geil, ne? Und ich kann es nur immer wieder sagen, hier ist der Nagellack auch schon weg. Also Chanel kann absolut gar nichts. Es tut mir sehr leid. Sieht es auch fast schwarz aus hier, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich muss mich jetzt noch fertig anziehen. Ich habe mir schon Ohrringe angezogen. Und gleich geht's los. Ich habe übrigens dieses Pout Polish doch dabei. Ich habe es jetzt vorhin drauf gemacht. Das ist schon ziemlich wieder weg, die Farbe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe euch das schon mal gezeigt gehabt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Achso, von Sleek. Electro Peach. Ja. So, ich habe noch was auf die Lippen gemacht.
Und zwar von Manhattan, das war auch eine LE. Ja, weiß ich nicht mehr welche. So ein Lipstain in der Farbe Red Tulip. Ja, das Licht ist semi-optimal. Und darüber habe ich noch das Pout Polish genommen in Electro Peach. Weil das eine ja nur so ein Tint ist. Und ja, so sehe ich aus. Ich brauche noch mein Oberteil. Et voilà. Weiße Bluse. Die schwarze Hose ist schwer zu zeigen. Aber ja, ich kriege jetzt Besuch. Hallo, ich bin jetzt im Bett. Es tut mir leid, ich habe jetzt kaum was gefilmt heute Abend, aber es waren so viele Leute da und ich wusste nicht, ob die gefilmt werden wollen. Es war sehr schön. Wir haben zusammen gegessen, ein bisschen Stadtlandgenuss gespielt. Wir haben das Geduldsspiel weitergemacht, was ich euch gestern, glaube ich, schon mal gezeigt habe. Und wir sind etwas weitergekommen. Und ja, jetzt bin ich im Bett und schon abgeschminkt. Und morgen geht's nach Hause, nach Düsseldorf, über Frankfurt. Ja, ich wollte euch nur kurz gute Nacht sagen und bis später. Guten Morgen, ich habe total verpennt. Ich wollte um 10 aufstehen, jetzt ist es schon viel zu spät, wir müssen jetzt noch frühstücken. Dann muss ich den Reifendruck bei mir kontrollieren und dann gehe ich nach Frankfurt mit dem Auto und es schneit immer noch. Und es soll auch da oben bei uns schneien. Es tut mir leid, dass ich schon wieder hier rüber gucke. Ich muss da hingucken, ne? Ich bin etwas spät dran. Ich melde mich dann nochmal, weil ich bestimmt irgendwo eine Pause mache, um mir einen Kaffee zu holen und dann in Frankfurt. Und ja, bis später. Kurzes Schnee-Update. Es hat viel geschneit. Hier hinten könnt ihr sehen. Es schneit auch in Düsseldorf und ich freue mich auf die Fahrt. Ja. So, ich habe jetzt meinen Reifendruck geprüft und jetzt geht's los. So, hier bin ich jetzt. Wir fahren jetzt nach Frankfurt. Yay! Es ist Stau. Es schneit immer noch. Und ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ist ein bisschen ätzend. Ich habe gerade mal 61 Kilometer geschafft. Moment, ich kann mal gucken. In einer Stunde. Wow. Ja, blöd. Da hinten kommen jetzt zwei Schneeräumfahrzeugdinger. Ist ja irgendwie ganz lustig, ne? Ja, sowas haben wir bestimmt auch vor uns. Darum dauert's. Kilometer. In 2 Stunden. Und es schneit und schneit und schneit. 10 km/h auf der Autobahn. Ein Traum. Ich habe jetzt schon keinen Bock. So, 4:20 später. Ich stehe im Moment wieder, aber es ging ein bisschen schneller. Moment, ich bin 130 Kilometer jetzt schon gefahren, in Anführungszeichen. Das ist nervig. Wir wollten zusammen Mittagessen gehen in Frankfurt. Es wird wohl eher Abendessen. Ja, ich weiß auch nicht. Scheiß Schnee, Chaos, Weihnachtsstress, Heimfahr, Gedöns. Ja. So, ich bin in Würzburg. Yay! Unfassbar. Hallo, Grüße von der Autobahn. Ich bin so genervt. Wir stehen mal wieder. Nach 7 Stunden und 50 Minuten bin ich gerade mal in Würzburg. Als ich aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, scheiße, ich habe verschlafen. Als ich losgefahren bin, dachte ich mir, oh ja, ist vielleicht ein bisschen viel los heute.
Nach 2 Stunden und 75 Kilometern dachte ich mir, ja toll, kann ja jetzt nur noch besser werden. Mittlerweile bin ich 9 Stunden und 19 Minuten unterwegs. Neben mir bleiben überall die LKWs liegen, weil es zu glatt ist und zu steil oder was weiß ich. Ich bin gerade mal, naja, kurz hinter Würzburg, Wertheim. Wir haben minus 1,5 Grad. Ich bin 355 Kilometer gefahren und könnte kotzen. Ich habe vorgehabt, in Frankfurt mit einer Freundin Mittagessen zu gehen. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann gehen wir eben Abendessen. Jetzt mittlerweile ist es schon bald der Mitternachtssnack. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich werde jetzt trotzdem noch nach Frankfurt fahren. Wir werden uns noch sehen. Ich werde einen Kaffee trinken und ich weiß noch nicht, wie lange ich dann da bleiben werde. Es sieht echt scheiße aus, verkehrsmäßig. Ich wurde gerade angerufen. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben war. Wie gesagt, ich gehe jetzt nach Frankfurt, werde mir einen Kaffee holen und mal gucken, wie lange ich da bleibe. Ich habe nämlich immer noch 95 Kilometer. Ich habe vor einer Stunde mit der Siham, die ich besuche, besprochen und gemeint, ja, ich habe noch 100 Kilometer. Yay. Oh, ich könnte echt ausrasten. Als ob es noch nie geschneit hätte, Leute. Ja. Ich melde mich wieder. In Frankfurt. Nach 10 Stunden 50 bin ich angekommen. Es ist unfassbar, oder? Ja, Frankfurt, erster Stopp. Yay! Ich kann es gar nicht glauben, dass ich wirklich angekommen bin. Ich bin gespannt, wie es nachher weitergeht. Obwohl die Autobahn jetzt die 70 Kilometer vor Frankfurt eigentlich ganz gut ging. Ja. Juhu! 1.19 Uhr, ich fahre jetzt nach Hause und ich bin um 3.22 Uhr laut Navi zu Hause. Mal gucken, wie das so läuft. Hallo meine Lieben. Ja, gestern war eine anstrengende Fahrt. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Es ist jetzt Sonntag und der 28. müsste das sein. Ich habe meine Nägel lackiert mit diesem einen Silk-Nagellack von Flormar, den ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich finde die Farbe super. Und wir sind jetzt eingeladen. Das ist das Ende des zweiten Parts von meinem Follow Me Home Vlog, weil ich ja jetzt schon wieder in Düsseldorf bin. Irgendwie ist das Licht komisch gewesen. Ja, hinter mir ist ein bisschen Chaos, tut mir leid dafür. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich zu verfolgen, kann man das so sagen, mit mir mitzukommen. Und ich werde versuchen, das heute noch zu schneiden. Das heißt, es kommt heute Sonntag irgendwann online. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle wundervolle Weihnachten und seid nicht so im Stau gestanden wie ich, weil das war wirklich ätzend. Ich war gestern dann um 4 Uhr nachts da zu Hause. Ja gut, ich war noch 3 Stunden in Frankfurt. Ich bin dann erst in Frankfurt um 1 losgefahren, aber trotzdem, es war mehr als ätzend. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!